Depression in allen Formen und Farben ist eines der Grundprobleme der heutigen Zeit und auch ich muss mir eingestehen, dass ich nicht bei jedem Menschen Hoffnung und Liebe auslösen kann. Und entsprechend habe ich diese Woche ein Buch gelesen, das die Depression weniger aus spiritueller, sondern eher aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet und alle aktuellen wissenschaftlich anerkannten Methoden zur Behandlung von Depressionen vorstellt. Die Notwendigkeit eines derart zusammenfassenden Werkes ist in der Tat gegeben, da es kein aktuell vergleichbares Buch gibt, was die Vielzahl von Methoden übersichtlich zusammenfasst. Eines der Vielzahl der Bücher, die sich nur auf Behandlungsmethoden fokussieren, ist das Buch Introvision bzw. ja, das Heftchen, das ist nicht so dick. Das habe ich euch bereits mal hier oben vorgestellt. Ich habe das in den Infokarten verlinkt. Der Autor Carsten Conrad, der dieses Buch geschrieben hat, was ich euch heute vorstelle, kommt aus der Praxis, eben wie für einige Kapitel unterstützend agierende Experten. Und das merkt man beim Lesen direkt. Da ist wirklich kein langes theoretisches Rumgerede, kein Ausholen, sondern nachdem ein paar grundlegende Dinge zur Behandlungsmethode als solches gesagt wurden, gibt es praktische Tipps zur Umsetzung. Und damit ist auch klar, für wen dieses Buch geschrieben wurde. Nicht für den Depressiven als solches, sondern in erster Instanz für den Behandler. Und das geht von den Ärzten über Psychologen, Krankenpfleger bis hin zum Freund oder Familienangehörigen. Das wird so in einem wissenschaftlichen Buch natürlich nicht erwähnt, da man ja die gesamte Bildungs- und Qualifikationsstruktur in Deutschland nicht untergraben möchte. Aber in dem Zusammenhang wird auch immer im Buch auf die Wichtigkeit von Zertifikaten und Qualifikationen hingewiesen. Mir fällt da spontan die Kritik an der Tatsache ein, dass ich quasi jeder Musiktherapeut nennen darf und das dem Autor sichtlich unangebracht erschien. Ich bin hingegen der Meinung, dass man bei nicht medikamentösen Behandlungen eher empirisch vorgehen sollte. Also nicht wer hat den größten Zettel an der Wand, sondern bei wem haben die Menschen die besten Erfahrungen gesammelt. Wer konnte den Menschen am meisten helfen? Und das nicht in der Bewertung von irgendwelchen Krankenkassen, sondern wenn ich die Menschen frage, hey, wer hat dir am besten geholfen oder am meisten geholfen? Das ist wichtig. Und so ist es schön, dass einige der Ansätze auch für den sogenannten Nicht-Qualifizierten eine Hilfe bei der Behandlung von Menschen mit Depressionen sein können. Denn die hier vorgestellten Methoden kommen nicht nur aus der Pharmakotherapie, also dem Einsatz von Medikamenten, sondern auch aus somatischen Therapieformen, aus psychosozialen Therapien und aus der Psychotherapie als solches. Insgesamt werden 27 Therapieformen vorgestellt, wobei man dann natürlich auf einen Blick erkennt, dass ja, der Anspruch, alle Therapieformen zu präsentieren, also die es gibt, was ich einleitend erwähnt habe, eigentlich nicht erfüllt ist. Weil 27 Therapieformen sind dann doch ein Stück zu wenig. Ist Kreativtherapie wurde zum Beispiel lediglich auf die Musiktherapie reduziert, wobei Poesie oder Bibliotherapie auch in der Praxis angewandte Therapieformen darstellen. Das hat man ja nicht explizit erwähnt. Ich weiß das nur, weil eine Freundin von mir an der Uniklinik in Düsseldorf war das, glaube ich, bei einer derartigen Therapie großartige Erfolge verbuchen konnte. Auch sonst wird an der einen oder anderen Stelle im Buch konglomeriert und zum Zwecke der Übersichtlichkeit nicht komplett bis ins letzte Detail diversifiziert, sondern man hat den Eindruck, dass man lieber häufig vereinfacht und übersichtlich darstellt. Und da punktet das Buch natürlich als praktisches Nachschlagewerk. Auch der logisch über jeden Zweifel erhabene, immer wieder gleichartige Aufbau der Kapitel ist besonders hervorzuheben. Was durchaus selten bei einem medizinischen Lehrbuch ist, ist, dass man am Anfang des Kapitels eine kurze Zusammenfassung bekommt, worüber es überhaupt geht. Sodass man quasi, wenn man alle 27 Kurzzusammenfassungen am Anfang gelesen hat, die jeweils so 3 bis 4 Sätze enthalten, man genau weiß, wo man sich jetzt gerade im Buch befindet und was man in diesem Kapitel findet und nicht erst das Kapitel überfliegen muss. Denn gerade in der Praxis ist es gar nicht so einfach zu entscheiden, wann man einen Patienten vor sich hat, der sozusagen auf dieses Instrumentarium eher anspricht und ja, wann man einen Patienten hat, wo man vielleicht eher diese Behandlungsmethode vorziehen sollte. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass 90% der Depressiven beim Psychologen mit vielleicht 5% der Behandlungsmethoden konfrontiert werden. Einfach weil die Behandler sozusagen ja, einfach ihr
ihr Ding runterrattern und gar nicht individuell häufig. Nicht individuell eingehen. Der hippokratische Eid und das damit einhergehende Gefühl für den Patienten da zu sein existiert weder rechtlich noch hat man das Gefühl, dass viele der Ärzte heutzutage dieses Mindset noch in sich tragen und entsprechend wird oft einfach nur nach Schema F abgearbeitet. Mit diesem Buch hat man auch in kurzer Zeit die Möglichkeit, ja, wenigstens mal seinen Horizont als Behandler zu erweitern und dann doch dem ein oder anderen Patienten eine etwas individuellere, da passendere Behandlungsoption zukommen zu lassen. Auch da der praxisorientierte Ansatz und der sehr aktionsgeladene Schreibstil das Gefühl beim Lesen suggeriert, hier ist jede Zeile wichtig. Der schon erwähnte gleichartige Aufbau ist wie folgt. Nach der Zusammenfassung wird man im ersten Abschnitt die Grundlage des Modells erklärt, also was ist dieses Modell überhaupt, was soll konkret erreicht werden und gibt es Beschränkungen gerade in Bezug auf die zu behandelnden Patienten. Im Abschnitt 2 werden dann ganz konkrete Beispiele aus dem Praxisalltag des Autors bzw. der Experten, die den Autor unterstützt haben, dargelegt und so kann man als Leser auch ganz konkret und eben wieder auch ganz praktisch das Instrumentarium beim Einsatz erleben. Das ist wirklich ein sinnvoller Brückenschlag, gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit im Gedächtnis des Lesers. Denn was bringt es, wenn man die 27 Methoden gelesen hat und davon 20 wieder sofort vergessen hat? Nein, hier muss man wirklich eindeutig sagen, hier wurde ja, wirklich didaktisch gut gearbeitet. Ausgehend der Praxis wird dann im Abschnitt 3 die zugrunde liegende Theorie, was häufig als erstes kommt bei den meisten Büchern, wird dann erst im Abschnitt 3 die Theorie dann aufgedröselt und im Kapitel 4 dann auch Probleme der Therapieform aufgezeigt. Am Ende des Kapitels erfolgt dann nochmal eine etwas weiter gefasste Zusammenfassung, so wie wir das eigentlich auch alle kennen, was dann auch didaktisch durchaus wieder Sinn macht, auch diese Wiederholung der Zusammenfassung, aber etwas weiter gefasst. Um das einfach mal zu verinnerlichen und entsprechend sich festzusetzen. Jeweils dem Kapitel zugrunde liegenden eine Literaturliste, die rundet das dann eigentlich sauber und auch auf fachlichem Niveau wirklich gut ab. Das Buch lässt sich echt super gut lesen, ist durch und durch praxisbezogen und eben didaktisch auf höchstem Niveau. Ein großer Kritikpunkt allerdings ist es, dass es weder ein generelles Kapitel noch ein Unterkapitel gibt in Bezug auf die Pharmakotherapie und die grundsätzliche Fragestellung dieser Eingriffe in den Körper. Ich verstehe, dass man in einem Übersichtswerk wahrscheinlich wenig werten möchte. Aber auch hier sind wir nochmal bei dem Arbeitsethos und der Verantwortung beim Schreiben eines derartigen Buches, was wiederum großen Einfluss auf andere Praktizierende haben wird. Da hätte ich mir dann generell doch ein grundlegenderes Kapitel gewünscht. Hier wird wirklich knallhartes Wissen geliefert nach aktuellem Stand. Moral und Ethik findet sich in diesem Buch eher weniger. Das sollte man wissen. Durch und durch ein Praxisbuch, was auch für Patienten, obwohl nicht auf sie ausgerichtet, durchaus meiner Meinung nach hilfreich sein kann, da man ja durchaus sich ausgehend von einem Überblick über mögliche Therapieformen einen entsprechenden Arzt suchen kann, der dann eben dieses auch anwenden kann und auch auf fachlicher Ebene mit dem Psychologen, mit dem Psychiater da auch kommunizieren kann. In einigen Therapieformen kann man sich zudem quasi selber behandeln, indem man die Umweltbedingungen, die dafür notwendig sind, bereitstellt. Man lernt viel über Zusammenhänge im Zusammenhang einer Depression und daher erachte ich das Buch als empfehlenswert für eigentlich jeden Interessierten, der sich mit Depressionen in irgendeiner Weise auf einem wissenschaftlichen Niveau auseinandersetzen möchte. Das Buch entspricht dem aktuellen Zeitgeist von der Behandlung von Depressionen und auf 500 Seiten wird man, und da lege ich mich jetzt einfach fest, in keinem Buch ein derart praxisrelevantes Wissen über die Behandlung von Depressionen finden. Zumindest ist mir keines bekannt und im Bereich der Depressionen und in den Büchern habe ich schon einige gelesen. Der Preis für das Buch ist mit 80 Euro für die Hard-Variante sehr hoch und ich tue mich wirklich sehr sehr schwer hier guten Gewissens 5 Sterne zu vergeben. So eine Buchrezension oder eine Produktrezension muss den Preis auch mit inkludieren, das ist einfach so. Und Bildung sollte eigentlich im Idealfall kostenlos sein, aber das ist eine andere Problematik und da brauchen wir jetzt nicht hier drüber zu reden, dass wir das Buch nicht kostenlos bekommen. Das Buch ist wirklich sehr sehr gut und ohne Relation zum Preis würde ich hier
auch wenn mir das Kapitel fehlt, dass man mit der Pharmakotherapie so ein bisschen lax umgeht, 5 Sterne geben. Aber 80 Euro, ist einfach, ja, das ist zu viel. Das ist natürlich angepasst an das potenzielle und gewünschte Käuferklientel, für die das nicht so viel Geld ist, Psychiater, ne? Und dieser Elitarismus, der findet sich dann eben nicht nur in der Preisbildung, sondern das scheint auch immer so im Buch mal so ein bisschen durch. Und ja, das ist meiner Meinung nach auch schon so eine kleine psychische Störung, die in der Ärzteschaft häufig anzutreffen ist, dieser Elitarismus und dass man es besser weiß. Versucht mal bei vielen Ärzten als Behandelnder einfach zu sagen, hey, pass mal auf, ist nicht das vielleicht besser oder könnte man nicht das und sowas? Ganz, ganz häufig werdet ihr entrüstet behandelt und wird gesagt, ich bin doch der Fachmann. Ne? Und ja, und wie gesagt, das scheint so ein bisschen durch und finde, der Preis mit 80 Euro ist auch ganz klar auf das Klientel ausgerichtet, die halt behandeln und nicht die behandelt werden. ja, also ich gebe entsprechend nur aufgrund des wirklich hohen Preises eben nur 4 Sterne. 50 Euro wäre für mein Gefühl noch vollkommen in Ordnung gewesen, aber 80 Euro ist mir einfach zu viel Geld, zumal ich auch andere Fachbücher im gleichen oder noch größeren Umfang gelesen habe, die bereits ab 40 Euro zu bekommen waren. Ich hoffe, ich konnte euch das Buch etwas näher bringen, das war etwas ausführlicher heute, weil das Buch war wieder ein Buch, was mich sehr, sehr interessiert hat, ein Buch, was ja, außerordentlich hilfreich sein kann für mich, für die Menschen, die sich mit Depressionen auseinandersetzen. Und ja, ich wünsche euch einfach wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Wir sehen uns morgen wieder, Euer Christian. Tschüss.